Jungtruckerin Michelle Bäumel kommt gerade mit ihrem Mercedes Arox 1851 von einer Frühtour zurück. Die 21-Jährige erwartet heute eine nicht so alltägliche Aufgabe. Für sie heißt es nämlich gleich ab in den Bruch zur ersten Fahrstunde auf einem ganz besonderen Gefährt. Ich freue mich da richtig drauf, bin gespannt, wie es läuft. Und ja, ich muss mich jetzt beeilen, weil ich bin spät dran. Seit 2022 hat die Jungtruckerin nun ihren LKW-Führerschein. Doch ob sie heute von ihrem bisher Gelernten profitieren kann, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich bin verdammt aufgeregt, weil, wie gesagt, ich habe das noch nie getan. Ich bin sehr gespannt, wie es im Vergleich zum LKW-Fahren ist. Ob das viele Knöpfe gibt, die verhältnismäßig gleich sind oder einfach verschiedene Funktionen. Michelle macht eine Ausbildung zur Berufskraftfahrerin bei Bärenreuther und Deuerlein. Die Besonderheit, sie sitzt nicht nur hinter dem Steuer ihres 40-Tonners und auf der Schulbank, sondern durchläuft dabei auch verschiedene Bereiche im Betrieb. Und das ist ihr heutiges Fahrschulauto, ein Muldenkipper der Marke Komatsu. Die HD605-8, kurz Uschi, hat ein Eigengewicht von 63 Tonnen und 800 PS, fährt bis zu 70 km/h Spitze und einen Fahrlehrer an Bord, den es so nur einmal gibt. Hi. Servus. Ich bin der Tobi. Ich bin der Michelle. Du fängst an, also der erste Tag einmal zum Mulden fahren, oder? Genau. Ja, dann gehen wir mal um die Maschine rum und dann zeichnen wir alles, wer was ist und wie. Und dann wird es schon werden. Okay. Also. Wie in jeder Fahrschule gibt es erst einmal eine trockene kurze Einheit an Theorie. Nachdem die Ausmaße und die Technik kurz verinnerlicht wurden, geht's für Michelle auch schon los. Okay. Gut. Umdrehen. Okay. Drückst auf Brems. Handbremse raus. Und auf die. Für Fahrlehrer Tobi wird das heute, wie auch für Michelle, eine kleine Mutprobe, denn groß eingreifen kann er nicht. Keine zusätzlichen Pedale, nur die Notbremse und die ist auch noch auf der Seite von Michelle. Ob das alles glatt läuft, sowie vieles mehr, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stone Crush. Fuhrparkchefin Anna ist heute auf einer ganz besonderen Mission. Die 26-Jährige nimmt nämlich einen der drei Neuankömmlinge der Firma Bärenreuther und Deuerlein genauer unter die Lupe. Das Motto lautet daher, passt oder passt nicht. Was so viel auf Hochdeutsch heißt wie technisch top und funktioniert oder da muss noch nachgebessert werden. Wir haben jetzt hier ein etwas besonderes Gespann und zwar eine 510er Zugmaschine mit Hydrodrive. Das heißt, es ist so ein zuschaltbarer Vorderachsantrieb, dass man auch im Gelände praktisch mit dem Fahrzeug sehr gut zurechtkommt. Die Leistung passt auch genau für unseren Einsatz. Die haben jetzt alle 510 PS, die Motoren. Und als Auflieger hat er einen Dreiseitenkipper. Das heißt, der Auflieger kann nach hinten kippen, aber auch links und rechts, also seitlich auch abkippen. Und wird vor allem von uns genutzt für die ein oder andere Kanalbaustelle, wo man seitlich eben in den Graben reinkippen muss. Oder auch auf Waldwege, wo man über längere Strecken dann Splitter zum Beispiel aufziehen muss. Kennt man von Waldwegen oder ja, so Feldwegen. Seit 2020 besitzt die Juniorchefin den LKW-Führerschein. Es ist für mich auch immer schön, natürlich das dann in live zu sehen. Und das ist mir auch wichtig, damit man einfach sieht, was ist neue Technik verbaut, wie benutzt man die. Dass ich das auch den Fahrern eventuell dann erklären könnte, wenn es da Fragen gäbe. Und gerade jetzt bei den Auflegern ist es mir auch immer wichtig, wie ist die Kippstabilität, wenn man abkippt, steht das Fahrzeug sauber, sind die Spaltmaße gut, dass nichts hinten rausrieselt. Und da fahre ich einfach auch gern, wenn ich dann mal eine Proberunde fahre, dann auch mal beladen, kipp mal ab, dass ich so sehe, wie verhält sich der Auflieger so im täglichen Einsatz. Und auch bei der Bestellung der Fahrzeuge ist Juniorchefin Anna eine Sache besonders wichtig. Also wir konfigurieren die Fahrzeuge schon immer auch in enger Abstimmung mit den Fahrern, die dann auch bekommen sollen. Einfach um auch zu sehen, was ist denen wichtig, was brauchen die vielleicht auch irgendwie Erfahrungswerte schon gesammelt aus älteren Fahrzeugen, wo man sagt, das war jetzt nicht so gut oder nicht so notwendig, das können wir uns beim nächsten sparen. Zum Beispiel aktuell schauen wir, dass wir vielleicht an der
an der Fahrzeugrückseite noch eine Kamera installieren, dass man dann auch den Ladevorgang beobachten kann. Wir haben aktuell Spiegel bei den Verladungen hängen, wo es manchmal schwierig ist, wenn es regnet oder wenn die dreckig sind. Das ist so Feedback, was mir auch mal wichtig ist, dass man von den Fahrerinnen und Fahrern bekommt. Ja, und diese noch fehlende Kamera könnte die nächste Truckerin gut gebrauchen. 700 Meter weiter vorne im Werk ist Truckerin Edith auf dem Weg zum Beladen. Die 46-Jährige hat vor ein paar Tagen schon einen der neuen Trucks erhalten. Da auch hier noch die weitere Kamera fehlt, müssen noch mal ihre Adleraugen ran. Da ist hinten dran ein Pfeil am Waaghäuschen dran. Und da muss ich dann so weit fahren, dass dieser Pfeil hinter dem Stahlrohr, auf dem der Spiegel befestigt ist, verschwindet. Dann weiß ich, dass ich genau richtig stehe, um das Laden anfangen zu können. Edith rangiert ihren 40-Tonner gekonnt in Position. Ihr heutiger erster Auftrag? Eine Transferladung zum Werk 4 nach Laber. Ich habe jetzt einen Brechsand geladen. Der wird gebraucht für die Asphaltmischanlage. Das wird zugemischt für die Tragschicht für den Straßenbau. Autobahn, Landstraßen. Überall eigentlich, wo asphaltiert wird. In der untersten Schicht, in der Tragschicht, wird dieser Brechsand zugemischt. Für die erfahrene Truckerin heißt es jetzt noch zuplanen. Auch wenn ihr so 1-2 cm an Länge fehlen, sitzt jeder Handgriff. Mit rund 24 Tonnen geht's für Edith jetzt in Richtung Laber. Also ich freue mich wahnsinnig drüber. Und ich muss sagen, ich möchte nur nicht mehr gegen einen anderen tauschen. Also ich musste mal kurzfristig 2 Tage einen fahren, da war der beim ersten Service und da wusste ich erst richtig wieder, was ich an diesem LKW habe. Das ist wirklich einfach ein Traum zum Fahren. Die Umstellung auf die Kameras, die war schon gewöhnungsbedürftig, will ich sagen. Also man hat ein ganz anderes Blickfeld, man sieht mehr, was man sonst nicht sieht. Ich bin auch beim ersten Mal rückwärtsfahren ausgestiegen und habe mir einmal alles angeschaut, was außen um mich rum ist, weil ich das in die Spiegel früher nicht gesehen habe, was ich jetzt in der Kamera sehe. Seit 2008 besitzt Edith ihren LKW-Führerschein. Der spätere Job als Berufskraftfahrerin war für sie damals ein echter Glücksgriff. Also ich bin ja Quereinsteiger. Ich habe damals über einen normalen Führerschein meinen Berufskraftfahrer gemacht, also ohne Ausbildung. Ich habe den Führerschein gebraucht, weil ich als Pferdepfleger gearbeitet habe. Wir sind international auf Reitturniere gefahren. Und vor knappe 15 Jahren habe ich mir gedacht, das ist nicht das, mit dem ich alt werden möchte. Und ja, dann habe ich meinen LKW-Führerschein sozusagen zu Geld gemacht. Bin dann erst für eine Spedition im Fernverkehr gefahren. Das waren 5 super tolle Jahre, möchte ich nicht mehr, weil ich weiß jetzt, wie schön es ist, einen Beruf auszuüben, der Spaß macht. Und man ist trotzdem jeden Abend zu Hause. Bei Edith hat sich über die Jahre auch eine Art Lieblingsladung herauskristallisiert. Ich fahre auch mal gern Mischgut, es ist dann eine Abwechslung. Aber eigentlich Schotter, Aushub oder so wie jetzt Sand. So direkt speziell, dass ich jetzt sage, das muss und das geht überhaupt nicht. Wenn ich es mir aussuchen könnte, Schotter. Schotter, Aushub, ja, definitiv. Vielleicht wird Ihr Wunsch ja heute noch vom Schottergott erhört, sollte es sowas geben. 10 Kilometer weiter südöstlich ist Truckerin Vanessa gerade auf dem Weg zurück ins Hauptwerk. Die 24-Jährige hat mittlerweile die 2. Ladung Fräsgut von der Autobahnbaustelle auf der A3 bei Ursensoll geladen. Hier, auf einer Länge von rund 1 Kilometer, wird innerhalb von 5 Tagen in einzelnen Abschnitten der Asphalt erneuert. Auf dem Firmengelände angekommen, trifft sich Vanessa noch kurz vor dem Entladen mit Mama Maria. Die 52-Jährige hat nämlich für ihr Töchterchen noch eine Kleinigkeit besorgt. Hi! Den Rucksack bin ich dabei. Danke! Bitte, lass dir schmecken. Danke! Schönen Tag dir, Mama. Ciao! Ein kleines Gespräch mit großer Wirkung. Ich hätte mir eine noch größere Tüte geben können, Mann. Schau mal das Riesending an. Was hat denn die da alles rein? Tja, so sind die Kids von heute.
Aber eins ist viel wichtiger. Mutti ist happy, denn das Kind wird nicht verhungern. Für Vanessa heißt es jetzt Ent- und Beladen. Wir sind zurück bei Michelle. Mittlerweile ist die Proberunde beendet und es kann das erste Mal ans Beladen gehen. Doch vorher heißt es Höhenmeter machen. Jetzt fährst du da gerade aus rauf und dann ziehen wir da. Nein, da einfach und dann ziehen wir da Schleifen ziehen, dass wir da im Berg raufkommen. Bleiben jetzt schlage ich. Dass wir da um die Kurven rumkommen. Und hier muss sie hoch. Im steilsten Bereich hat dieser kleine Berg über 10% Steigung. Daher heißt es jetzt Anlauf nehmen, um ja nicht stehen zu bleiben. Oh Gott. Brauchst du auch keine Angst um mich am Rufen, dann das geht verloren. Alles. Okay. Das ist ja gut. Da ist keine Bange haben. Und wenn, dann haben wir nur ein Bremspedal. Okay. Die letzten Meter. Die erste Hürde hat sie damit geschafft. So, und jetzt fährst du da geradeaus weiter. Dann stößt du einmal da auf die Seiten hin, dann warten wir, bis der weg ist. Mhm. Und dann stellen wir uns so hier bei dir. Okay. Die Verständigung klappt schon mal hervorragend. Mann dirigiert und Frau hört vor allem hin. Eine Schaufel später ist Michelle an der Reihe. Es folgt das erste Beladen. Und jetzt rückwärts. Da muss drücken. Genau. Das hörst du halt nicht viel. Bleib ein bisschen daher rein. Da in der Kamera siehst du das auch bei. Und jetzt zeigst du ein bisschen an. Anders, genau, dass der Arsch ein wenig rüberkommt. Und jetzt, weißt, bleib stehen. Passt. Jetzt auf neutral. Und Handbremse rein und jetzt. Seit 1980 wird hier in Laber auf einer Fläche von rund 38 Hektar überwiegend Dolomit abgebaut. Pro Tag wandern hier ca. 3500 Tonnen Gestein in die Brecher. Das jetzt ist die Waage. Wie viel das jetzt drum hast. Okay. Bei Michelle sind mit der ersten Ladung des 992K von Caterpillar 22,6 Tonnen in der Mulde gelandet. Nach der zweiten und zugleich letzten Schaufel stehen am Ende rund 49 Tonnen Dolomit auf der Waage. So, jetzt hat er draufdruck, das heißt für dich, dass du fertig bist. Okay. Dann können wir. Mit einem Gesamtgewicht von über 100 Tonnen geht's nun in Richtung Brecher. Eine Ebene tiefer. Vor der Abfahrt gibt es noch einen letzten Hinweis von Fahrlehrer Tobi. Schau, dass du deine 12 km/h hast, weil dann fährt der selber runter. Mit Hilfe der Retarderbremse kann man die Geschwindigkeit der Mulde beim Befahren von Gefällestrecken voreinstellen. Doch ob das so schlau war? Ja, passt. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Jetzt bremst du für selber. Jetzt bremst du die. Oh, leck. Oh, leck. Alter. Ja, das. Weil es eben so langsam ist. Lass mal, nichts machen. Brauchst nicht. Durch die niedrige Geschwindigkeit fängt die Mulde an, sich bei kleinen Bodenwellen aufzuschaukeln. Die Lösung wäre mehr Speed, weniger Gewackel. Aber das wird bestimmt noch. Und jetzt hast du deinen Rückwärtsgang. Jetzt kannst du dich bloß auf die Seite konzentrieren. Aber schaust, dass die Brecher wendet. Siehst du das? Mhm. Die Betonbatzen da, bleib nur mit dem Arsch ein bisschen drehen. Und jetzt fährst du schön langsam zurück und schaust, dass du gerade am Brecher hinkommst. Ein Meter zu weit heißt hier 30 Meter senkrecht nach unten. Ein bisschen mit dem Arsch zu mir rüber wieder. Genau, und jetzt fährst du zurück. Mit feinem Füßchen fährt die 21-Jährige nun im Schritttempo an den Brecher. Gut, bremst. Sonst sind wir drin. So, jetzt tust du deinen Gang raus, auf die Handbremse rein und jetzt hebst du deinen Höhenwind hoch. Und jetzt kannst du ausladen und ein bisschen Gas geben. Dazu. So, und jetzt drückst du ihn einfach ganz nach unten durch und lässt ihn aus. Und jetzt ist er dann in der Schwimmstellung. Und jetzt erwartest du, bis da dein Orange schlecht ausgeht im Display. Mhm. Und wenn das aus ist, kannst du. So, jetzt ist er unten, jetzt kannst du deine Handbremse raus und in Gang rein. Und dann fahren wir wieder. Bevor es für Michelle heute noch ganz alleine auf der Mulde weitergeht, müssen noch 3-4 Touren zusammen mit Fahrlehrer Tobi gefahren werden. Schauen wir mal, wie es weiterhin klappt.
Weiter vorne im Werk lädt Vanessa mittlerweile den Asphalt für die Baustelle auf der A3 in Höhe der Autobahnabfahrt Amberg West. Nach dem Laden muss vor allem noch eine wichtige Sache erledigt werden. Also wir planen jetzt das Mischgut zu, da es nämlich die Temperatur beibehalten muss, bis es auf der Baustelle ist. Und deswegen ist eben die Plane da. Die spätere Einbautemperatur entscheidet am Ende über die Nutzungsdauer der Straße. Ah, scheiße, Mann. Ah, weil hinten der Gummi eingehängt ist. Wir müssen nochmal zuplanen und dann nochmal auf. Es passiert öfter, dass hinten sich der Gummi einhängt und dann sieht es scheiße aus. Stimmt. Und damit das nicht so langweilig für uns Zuschauer ist, haben wir das mal ein bisschen im Schnitt beschleunigt. So, jetzt müsste es aber auch gleich geschafft haben. So. Da hängen wir jetzt die Gummis ein, damit die nach vorne auch gestrafft ist. So, jetzt die Plane zu. Für Vanessa geht es jetzt zurück auf die A3. Fuhrparkchefin Anna ist mittlerweile unterwegs zum Laden. Die 26-Jährige fährt den LKW nicht nur zur Show, sondern packt auch immer mal wieder mit an. Ja, ich schaue, dass ich alle paar Wochen mal wieder fahre, dann aber auch schon einen ganzen Tag oder mal am Samstag mit aushelfen, wenn was ist. Dass man einfach drin bleibt, die Fahrzeuge besser kennenlernt, auch an Asphaltfertiger hinfahren, dass man da auch in der Übung bleibt. Und da muss ich auf jeden Fall auch noch. Oder kann ich auf jeden Fall noch viel dazu lernen und fahre dann auch oft immer mit anderen Fahrern zusammen. Also ich fahre und die sitzen dann daneben und korrigieren mich, dass man einfach das Fahren noch ein bisschen perfektioniert. Wie sollte es anders sein? Auch Anna hat eine Lieblingsfracht. Am liebsten muss ich sagen, fahre ich Asphaltmischgut. Einfach auch, weil die Baustellen dann meistens so sind, dass man Zeit hat, sich mit den Fahrern dann auch ein bisschen zu unterhalten. Wenn mehr von uns mitfahren, da fallen dann oft ein paar Standzeiten an, dann sieht man die Fahrer alle mal wieder, kann sich schön unterhalten und die das ein oder andere Thema bequatschen. Übrigens, Anna hat Soziologie und Kriminologie studiert. Böse Zungen könnten behaupten, dass das dasselbe wäre wie Fuhrparkchefin zu sein. Günther? Wer lädt denn heute hier hinten? Wer fährt denn? Du? Könntest du mir dann was aufladen? Also nur irgendwie eine Schaufel oder sowas, weil ich nur so zum Probe abkippen. Und ich würde das dann halt hinten irgendwo abkippen. Was lädst du mir auf? Ist es der Haufen da, der große? Ja, alles chillig, ja. Danke. Günther ist übrigens der Mann von Renate, Bohrerin aus Folge 1. Anna wird heute von einem Cat 988K beladen. 64 Tonnen schwer, 13 Tonnen Schaufelinhalt und 580 PS stark. Danke dir, das lang. Mit rund 10 Tonnen geht's nun in Richtung Abkippstelle im Bruch. Wir haben in dem Fahrzeug auch den sogenannten Hydro-Drive, also praktisch eine hydrostatisch angetriebene Vorderachse, die man eben zuschalten kann. Und das werde ich jetzt gleich machen, wenn wir die Steigung hier hochfahren, weil es einfach nicht befestigt ist. Jetzt auch ein bisschen nass, ein bisschen rutschig. Und bis zu 27 km/h kann man den dazuschalten. Das heißt, es ist praktisch wie so ein Allradantrieb. Und da merke ich jetzt schon, dass die zwei Achsen angetrieben sind, die Vorderachse und die Hinterachse von der Zugmaschine. Und eigentlich eine sehr gute Fahrstabilität da ist. Auch das Fahrzeug gut den Berg raufzieht und eben auch die Reifen nicht durchdrehen, was er vielleicht machen würde, wenn ich jetzt den Hydro-Drive nicht zugeschalten hätte. Aber auch die letzten Meter meistert der MAN TGX mühelos. So, jetzt werden wir hier mal abkippen, einfach um zu sehen, wie verhält sich der Aufleger, das Fahrzeug. So, dass wir jetzt auf die richtige Seite abkippen, also in dem Fall möchte ich es nach hinten abkippen, müssen wir praktisch die Bolzen umstecken. So, und jetzt müssen wir hier stecken, sodass wir dann auch
auf die nach hinten abkippen. Okay. Scheiße. Das kannst du laut sagen. Das ist der Vorführeffekt. Na klar, logisch. Anna, 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 wenn das der Papa sieht. Grüße, Herbert. Ein kleiner Tipp von mir, versuch's mal auf der anderen Seite. Ja, ja, geht doch. Passt. Ja. So, jetzt haben wir beide Bolzen eben in der richtigen Reihenfolge gesteckt. Jetzt schaut man nochmal hinten, ob irgendwas im Weg liegt, ob irgendwas den Kipper behindern könnte beim Kippen und dann kippen wir ab. Beim Abkippen läuft dann aber alles glatt. Die rund 10 Tonnen rieseln wie am Schnürchen aus der Mulde. Anna macht noch einen kleinen letzten Check. Ich schaue jetzt mal schnell, ob auch wirklich alles unten ist, dass nichts die Bordwand blockiert, dass die gescheit schließt. Was macht man eigentlich mit einem Besen? Also passt soweit, würde ich sagen. Dann schauen wir, dass wir nochmal seitlich abkippen. Anna, hast du da nicht was vergessen? Gut. Und das nächste Mal bei Stone Crush. Tobi stellt die Frage aller Fragen. Aha, kannst du morgen für mich weitermachen? Bei Anna will es heute einfach nicht klappen. Ja, das habe ich ja eigentlich. Aber ich kipp komplett auf und die Bordwand geht nicht auf. Sprengmeister Markus greift endlich ins Geschehen ein, doch plötzlich ruft der Chef an. Scheiße. Shit. Und Vanessa hofft, keine Wette zu verlieren. Dass wenn man wirklich wegrollt und daneben kippt oder sonstiges, dass man denen dann eben ein Kasten Bier schuldig ist. Doch ob ihr das am Ende gelingen will, das schauen wir uns am Ende gemeinsam an. In der nächsten Folge Stone Crush. Bis dahin. Tschüss.